Herzlich willkommen zu diesem neuen Tag. Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die letztendlich vom Gericht redet. Begeistern tut mich das nicht, aber es ist Teil der Botschaft und deshalb ist es wichtig, dass wir das miteinander auch anschauen. Verse 47 bis 51. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäßen zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ja. Das Thema des Gerichts ist kein Thema, worüber ich gerne rede, aber es ist ein Thema, worüber Jesus redet. Und deshalb kommen wir nicht daran vorbei. Die Welt wird nicht einfach nur so weiterlaufen und dann werden hin und wieder die herausgeholt werden, die zu Jesus gehören und die anderen, naja, die gehen vielleicht in ein Nirvana. Nein, Jesus sagt das ganz deutlich. Am Ende wird abgerechnet, am Ende wird Gericht gehalten. Und dann wird jeder Einzelne genau angeschaut werden. Und der Maßstab, nach dem wir angeschaut werden, ist, gehören wir zu Jesus oder gehören wir nicht zu Jesus? Haben wir Jesus unser Leben gegeben oder haben wir es für uns selbst behalten und versucht für uns, weil wir ja besser wissen, was für uns gut ist, das Beste draus zu machen? Vielleicht ist es auch kein Zufall. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, weil ich davon ausgehe, dass Gottes Wort sehr bewusst so da ist, wie wir es haben. Wir haben vorher, genau vor diesem Abschnitt gestern, gemeinsam die Geschichte vom Gleichnis von der Perle und vom Schatz im Acker gelesen, wo es darum geht, Jesus wirklich das Leben ganz anzuvertrauen. Und jetzt sagt Jesus, wer das getan hat, der wird bei diesem Gerichtshandeln, was kommen wird. Er wird bei mir sein. Ich werde für ihn eintreten. Er wird mein Kind sein. Ich werde dafür sorgen, dass er herausgenommen wird aus dem Teil, der in die Verderbnis kommt und wirklich bei mir sein wird. Die Engel werden die Guten in Gefäße sammeln. Und sie werden die Guten und die Bösen scheiden. Da wird ein ganz deutlicher Strich gezogen werden zwischen denen, die Ja gesagt haben zu Jesus und denen, die Nein gesagt haben zu Jesus. Das ist Teil unserer Botschaft, dass es ein Gericht gibt und dass es auch eine Hölle gibt. Wie genau diese Hölle aussieht, das weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, es interessiert mich auch gar nicht so sehr. Wenn ich mir alleine eines vor Augen male, dass Jesus das Leben ist und dass Hölle bedeutet, Jesus nimmt unsere Entscheidung gegen ihn ernst und packt uns dorthin, wo wir unendlich weit weg von ihm sind. Dann bedeutet das, alles, was Leben ausmacht, ist in der Hölle weit, weit, weit weg. Hölle wird bestimmt durch die Abwesenheit von dem einen, der Leben gibt. Hölle wird bestimmt von der Abwesenheit dessen, der gesagt hat, ich bin die Quelle des Lebens, ich bin das Wasser, ich bin das Brot des Lebens. Alles, was wir zum Leben brauchen, wird in der Hölle nicht da sein, weil Jesus nicht da ist. Die Entscheidung, die wir treffen gegen Jesus, ist so lange umkehrbar, bis wir eines Tages vor ihm stehen werden
Und dann wird Jesus schlicht und einfach sagen, dein Wille geschehe. Das furchtbarste Urteil, was ich mir vorstellen kann, dass mein Wille geschieht und die Abwesenheit von Jesus auf ewig festzementiert wird. Ich gehe davon aus, dass das keinen von euch trifft. Aber dieser Hintergrund ist der Hintergrund, weshalb es so wichtig ist, dass wir immer wieder neu den Menschen in unserer Umwelt von Jesus erzählen. Ob sie es hören wollen oder nicht, dass wir ihn bekennen, Jesus ist das Leben. Und ohne Jesus gibt es kein Leben. Und irgendwann auch mal darüber reden, dass es ein Gericht gibt. Viele werden das nicht hören wollen. Bei manchen werdet ihr euch unbeliebt machen. Aber Jesus ist der eine, der Leben geben kann. Das ist der Hintergrund, warum Jesus uns losschickt, von ihm zu reden, warum er uns losschickt, dass wir bekennen, dass er der eine ist, der Hoffnung geben kann. Die Menschen werden selber entscheiden, was sie tun. Aber ich möchte mir hinterher nicht vorhalten lassen, dass Menschen zu mir sagen, warum hast du mir das nicht gesagt? Hätte ich das gehört, hätte ich ja gesagt. Ob sie das sagen werden, wie das am Ende sein wird, ich weiß es nicht. Aber es ist ein tiefer, tiefer Ernst in dieser Geschichte drin. Und das, wovon viele träumen, auch gerade in unserer evangelischen Landeskirche, von einer Allversöhnung, dass Gott am Ende alles gut machen wird. Das ist ein wunderschöner Gedanke und ich würde ihn gerne denken können. Aber ich kann ihn nicht denken, weil die Bibel etwas anderes bezeugt, weil Jesus hier am Ende ganz deutlich etwas anderes sagt. Möge Gott uns schenken, dass wir zu Zeugen werden für das Leben, damit Menschen nicht auf Ewigkeit in der Abwesenheit von Leben, in der Abwesenheit von Jesus leben müssen. Jesus, dieses Wort ist hart und wir sind nicht glücklich darüber, aber es ist dein Wort und wir nehmen es an und wir nehmen es an als heiliges, wahres Wort, als Wahrhaftigkeit in Ewigkeit. Das ist wirklich das ist, was Himmel und Erde beschreibt. Jesus, wir beten darum, dass du uns zu Zeugen machst, die von deiner Liebe zeugen, von deiner Gnade zeugen, von deiner Güte zeugen, dass die Menschen, mit denen wir leben, nicht in diese Ewigkeit hineingehen müssen, die bestimmt ist von der Abwesenheit von dir. So bitten wir dich um deine Gnade für unser Leben, Jesus. Amen.